Gut, dass ich Sie nicht treffe, Graf Bismarck. Stets zu Diensten, königliche Hoheit. Ich mache mir Sorgen, ob mein Vater eigentlich weiß, was die Stunde geschlagen hat. Er behandelt unseren Erzfeind, den Kriegstreiber Napoleon, wie einen ehrbaren Fürsten. Der Halunke gehört auf eine Festung, nicht auf Schloss Wilhelmshöhe in Kassel. Außerdem sollte der König von Preußen jetzt nach der deutschen Kaiserkrone greifen. Müssen wir hier verdursten? Verzeihung, aber ich kann nicht ganz folgen. Unsere Truppen sind erfolgreich, doch Frankreich ist längst nicht geschlagen. Zuerst muss Paris fallen, dann sehen wir weiter. Wir haben Napoleon. Die Franzosen sind kopflos. Wann, wenn nicht jetzt, wollen wir das Reich wiedererrichten? So wie es einst das Heilige Römische war. Mit einem Hohenzollern als Kaiser an der Spitze. Genau. Königliche Hoheit. Als allererstes müssen wir eine Siegesparade auf dem Champs-Élysées abhalten. Das sind wir unserer Armee und dem deutschen Volk schuldig. War unser Sieg über Napoleon nicht überzeugend genug? Daran müssen wir anknüpfen. An Preußen und seinem König kommt nun niemand mehr vorbei, der für Deutschland Politik machen will. Völlig ungenießbar. Dafür soll Frankreich sich schämen. Sagen Sie dem Wirt, dass wir gleich selbst uns mal seinen Keller anschauen. Zum Befehl. Das, was mein allergnädigster Herr, Ihr Herr Vater, mit meiner unmaßgeblichen Unterstützung zu machen hat, ist Politik in weit größerem Maßstab. Es geht nicht nur um das Schicksal Deutschlands. Es geht um die Zukunft Europas. Das alles will wohl erwogen sein, mit kühlem Kopf. Das Volk will dieses Reich, und zwar jetzt. Es ruft und verlangt danach. Land auf, Land ab. Warum also so verdammt zögerlich? Weil das Volk das nicht zu bestimmen hat, sondern seine Fürsten. Und die sind nicht alle ihrer Meinung. Ich darf nur an König Ludwig von Bayern erinnern. Die Fürsten haben sich den Tatsachen zu beugen. Auch Ludwig mit seinem Eigensinn. Wenn wir seine Ungeduld reizen, könnte die ganze schöne Idee von der nationalen Einheit auf einen Schlag zerplatzen. Aber Preußen ist die führende Macht. Den Alpenkönig interessiert weder dieser Krieg noch ein vereinigtes deutsches Kaiserreich. Und dennoch ist ein Sieg über Frankreich ohne seine tapfere Armee undenkbar. Wenn er aber das Kaiserreich verhindern will, wird er mich kennenlernen. Das wäre eine ausgesprochene Dummheit. Mein Pferd! Achtung! Das Pferd des Kronprinzen! Geh jetzt schnell!